Was geht's, Lordemge hier? Bevor das Video startet, möchte ich euch nur sagen, dass ich fast täglich auf Twitch streame. Lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Ja, moinsen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Boah, ist ja schon wieder ein paar Tage leider, ja. Ja, ich habe tatsächlich momentan viel zu tun und ich war erst mit der Grippe leider erkrankt, so. Tut mir leid, dass es gerade, vor allem momentan, keine Streams gab. Heute kommt wieder ein Stream, falls ihr das Video seht. Heute so gegen 22.30 Uhr werde ich den Stream starten. Schaut gerne vorbei, Link dafür in der Beschreibung. Ja, im Hintergrund seht ihr gerade, wie wir die Tombola spielen. Wir holen jetzt mit den Clips langsam auf. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Da haben wir versucht, 100 DR uns zu snacken. Hat nicht so wunderbar geklappt. Hier haben wir Level 105 erreicht. Unsere Charmy, wie ihr hier seht, leveln wir gerade auch auf 100. Natürlich haben wir auch auf dem Account der Charmy auch nochmal versucht, den 100 DR-Gutschein uns zu snacken. Ob das so geklappt hat, könnt ihr dann gleich sehen. Das ist ja, ne, 100 DR einfach mal so mitnehmen, das wäre ganz geil. Hier hatte ich halt keine DR drauf, um zu reborn, hatte ich auch keinen Bock aufzuladen. So habe ich den Platin-Schlüssel genommen. Tut im Herzen weh, aber so ist es halt. Hier haben wir dann über Nacht die Charmy gelevelt. Da hat sie dann auch Level 100 erreicht. Das ist sehr geil gewesen. Somit können wir die Charmy jetzt für Rasador benutzen. Natürlich mussten wir uns auch einen Blut- und Gifthelm holen. Habe ich mir zumindest so gedacht. Im Endeffekt benutze ich tatsächlich nur den Gifthelm meistens. Ist halt im Endeffekt so. Den Bluthelm brauche ich tatsächlich gar nicht. Wir machen unser Damage am Rasador ist auch schon eigentlich sehr in Ordnung. So im Endeffekt passt das schon. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt noch einen weiteren Bluthelm. Gifthelm reicht da vollkommen aus mit unserem Damage. Würde auch theoretisch ohne Gift gehen, aber lassen wir es mal so stehen. Hier haben wir die ersten Truhen mal erfarmt. Schauen wir mal rein, was wir so Schönes bekommen. Orchideenglow, oh, da ist schon direkt die erste Flamme. Das ging ja flott. Gifty, Schwarzbandanzug, violetter Stoff, Kettenlieder, Orchideenglocke. Nichts Ganzes leider. Schauen wir mal, ob wir denn... Oh, ein Passi haben wir auch bekommen. Das ist natürlich auch sehr schön. Ist auch etwas wert. Nehmen wir sehr gerne mit. Schauen wir mal weiter. Ledergürtel, schwarze Kleidung. Ein Platz im Inventar. Man kennt es natürlich, ne? Ich bin jetzt sehr froh, dass wir auf jeden Fall Rasador mitnehmen können. Das ist noch eine weitere Einnahmequelle für uns. Die Truhen habe ich versucht, eine lange Zeit öfters mal jetzt zu verkaufen. Gekauft werden die so gut wie gar nicht mehr, meiner Meinung nach. Könnt ihr mir gerne eure Erfahrung reinschreiben, wie es bei euch auf dem Server ist. Ob die da dort aktiv gekauft werden auf Azrael momentan, meiner Meinung nach nicht. Das habe ich jetzt so empfunden. Kann auch sein, dass ich sie vielleicht zu teuer reinstelle oder die anderen mich immer instant unterbieten. Aber ich habe für mich jetzt einfach entdeckt, weißt du was, komm, wir öffnen die. Ist auch guter Content fürs Video. Und ich meine, ihr gesehen, ich habe eine Flamme und ein Passi bisher gezogen. Damit haben wir auf jeden Fall schon Profit gemacht. Nehmen wir sehr gerne mit. Eine Astra-Truhe geht bei uns weg für 8 Kaka, zwischen 8 und 9 Kaka ungefähr, sage ich jetzt mal. So, und allein die Flamme ist weggegangen für 1,40, 1,50. Im Endeffekt haben wir dann damit schon Profit gemacht, plus den Passi für 25, zwischen 25 und 30 Kaka. Kann man sich nicht beschweren. Ja, die SS-Waffen haben wir leider keine gute gezogen. So haben wir im Endeffekt alles weggeworfen. Jetzt geht es nochmal weiter hier mit der Tombola. Schauen wir mal, kriegen wir irgendwas Gutes. Roter Trank, Glückssymbol, Schmucksteine, Golderz, Sonnenjedet. Naja, leider nichts Gutes. Kann man leider auch wiederum nicht ändern. Hier fahren wir dann weiter natürlich den Rasador. Jetzt wo wir halt aktiv die Chance haben, den zu farmen, nehmen wir den immer mit. Ich hatte tatsächlich noch genug Passierscheine am Start. So nehmen wir den immer sehr, sehr gerne mit. Ja, sorry für den abrupten Cut. Meine Verlobte ist gerade nach Hause gekommen. Deshalb müsste ich mal hier kurz einen Cut setzen. Aber ja, da sind wir wieder. Und natürlich direkt weiter mit dem Rasador, so wie man es halt auch kennt. Wir müssen da jetzt auf jeden Fall 4 Rasador farmen. Ich weiß halt jetzt tatsächlich nicht, was unsere nächsten Ziele sind. Sollen wir uns als nächstes Ziel setzen, Nemere zu schaffen? Vielleicht Rasador schaffen wir schon, Schwachsinn Jotun. Vor allem equipmentmäßig muss ich noch schauen, was wir uns genau kaufen werden. Was benötigen wir noch? Natürlich Equipment mit 6er, 7er Boni. Da bin ich am überlegen, ob ich es halt auch selber drehe. Aber momentan habe ich da tatsächlich nur Luck. So, keine Ahnung, jeden Monat vielleicht mal ein Fuffi rein und damit halt die 6. und 7. drehen. Was haltet ihr denn von der Idee? Habt ihr vielleicht bessere Ideen?
Ich müsste halt mal schauen, dass ich auch die kleinen Segnungen-Events mitnehme. Damit könnten wir auch auf jeden Fall eigentlich, denke ich mal, den ein oder anderen guten 6/7-Bonus switchen, wenn es uns denn gönnt. Da müssen wir noch genauer mal schauen. Wie würdet ihr das denn am besten machen? Schreibt es ja mal gerne in die Kommentare. Das würde mich mal sehr interessieren. Wir haben ein bisschen Young eingenommen, 2 Won und ein paar Zerquetschte. Die nehmen wir natürlich direkt mal wieder raus. Unser Won-Stand muss sich ja natürlich ein bisschen maximieren. Hier haben wir dann zum Beispiel die Razador-Truhen in den Shop gemacht. Da kann ich euch schon mal spoilern. Die haben wir dann später in der Folge auch wieder rausgeholt, weil die wirklich keiner gekauft hat und haben sie dann auch geöffnet. Das seht ihr gleich aber dann am Ende des Videos. Vom Equipment her ist schon eine Menge jetzt eigentlich Stand jetzt weggegangen. Das seht ihr aber dann auch noch in der nächsten und übernächsten Folge. Natürlich mit der Bio geht es halt auch immer weiter Fluchsammlungen abgeben, damit wir mit der Bio auch weiter hinterherziehen. Wenn wir dann bei der Serie, wenn wir die 60er Bio abgeschlossen haben, haben wir halt auch mehr AB. Hier war ich überlegen, ob ich mir ein Armband kaufe mit 1 KTP, 10 Feuer, 10 TP Absorb. Was würdet ihr, habe ich aber im Endeffekt nicht gemacht. Ich habe es jetzt nur eingeblendet, damit ihr seht. Ich bin da am überlegen, ob ich mir ein Feuerarmband hole. Vielleicht, wenn wir halt irgendwann später Melee machen, I don't know. Vielleicht wäre da eins besser mit TP, Feuer und DB. Müssen wir halt mal schauen. Welches würdet ihr euch denn holen? Würdet ihr euch eins holen mit TP, Feuer, DB, TP, Feuer, TP, Absorb? Schreibt mal das auch mal gerne in die Kommentare, damit ich da weiß, worauf ich besser aimen soll. Hier haben wir dann noch weiter die Konzis verkauft, die wir beim Event gedroppt haben. Das ist auch auf jeden Fall eine angenehme Einnahmequelle. Die ganzen Events auf Azrael macht auch sehr Spaß, sie zu farmen. Kann ich halt auch nicht anders sagen. So, hier tun wir jetzt noch die restlichen Razadon-Truhen öffnen. Schauen wir mal, ob wir da was rausbekommen. Krähenstallbogen, Saphirverzierung, Seele der Wahrheit, ein Tele-Otto-Ring nehmen wir immer gerne mit. Natürlich hoffen wir hier wieder auf entweder eine Flamme, Pet-Bücherkiste oder ein paar Passierscheine. Damit kann man es nicht verkehrt machen. Natürlich die ganzen 70er-Waffen, Ekstase-Fächer, etc. nehmen wir auch ganz gerne mit. Die können wir auf jeden Fall gut verkaufen. Da haben wir auch schon wieder die erste Flamme bei diesen Truhen-Opening bekommen. Sehr geil, sagen wir nicht nein zu. Mal schauen, ob wir dann noch eine bekommen werden. Aber jetzt nähern wir uns eh langsam das Ende des Folge zu. So, wenn euch natürlich das Video gefallen hat, lasst mal gerne ein Like da. Und natürlich über ein Abonnement würde ich mich auch freuen. Und ansonsten schaut gerne heute Abend beim Livestream vorbei. 22.30 Uhr, da werden wir ein bisschen Mädchen daddeln. Vielleicht gegebenenfalls noch was anderes später im Verlauf. Ich habe ja momentan Spätschicht, so meine Schicht fängt erst um 13.20 Uhr an. So, da können wir auch natürlich ein bisschen länger in die Nacht streamen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und damit würde ich mal sagen, das war's mit dem Video. Haut raus, euer SlowDMG. Bis zum nächsten Mal.